Office 365 installieren. Mein Name ist Birmin Lehner. Sie haben von der Schule das Angebot, dass Sie das Office 365 in der Zeit, in der Sie in dieser Schule sind, gratis verwenden können. Danach müssen Sie natürlich eine eigene Lizenz kaufen. Bei der Berufsschule Luzern finden Sie auf der Webseite hier unten den Link ICT. Klicken Sie auf diesen Link. Hier irgendwo werden Sie das Login O365 finden. Wenn Sie beim Weiterbildungszentrum diesen Link suchen, gehen Sie hier zu Zugang Extranet. Dann loggen Sie sich ein. Und auch hier finden Sie den Link Bring Your Own Device, wo der Link zu Office 365 hinterlegt ist. Ich klicke nun hier bei der Berufsschule auf dieses Login O365, logge mich mit der Schul-Mail-Adresse ein, Sie haben die erhalten und ein Passwort haben Sie auch erhalten, Sign in. Hier nochmals, Yes. Und nun befinden Sie sich bereits auf dem Office. Dieses Office hier ist online, das heißt, dieses Word hier läuft online. Sie können das online verwenden. Das heißt, überall, auch das Excel, all diese Programme laufen online. Nun möchte ich das Office natürlich herunterladen und bei mir auf dem PC installieren, sodass ich auch offline mit Office arbeiten kann. Gehen Sie zu Install Office. Achtung, nicht sofort das erste Beste wählen, sondern hier andere Installation mit einer anderen Sprache. Klick hier drauf. Sie werden weitergeleitet zu Ihrem Account. Hier gehe ich zu Apps und Devices und wähle nun hier die deutsche Version. Und wählen Sie 64-Bit-Version. Skype for Business, wenn Sie das auch noch installieren möchten, klicken Sie auch hier auf Deutsch, 64-Bit. Und jetzt Install Office. Jawohl, Microsoft will ein kleines Installationsprogramm in den Downloads speichern. Speichern. Das erscheint hier sofort. Ich klicke nun hier auf Setup. Jawohl. Und jetzt wird das Ganze installiert. Natürlich dauert das eine Weile. Das ganze Office-Paket wird heruntergeladen. Sie sehen, was alles im Angebot ist. Also nicht nur das normale Office, sondern auch OneNote, Teams, Publisher, Access-Datenbank und sogar Skype. Nun warten Sie einfach, bis das Ding weitergeht. Aha, Office 365 ist fertig installiert. Close. Und nun, wo ist mein Word? Ich gehe mal auf die Suche hier bei der Lupe, tippe hier ein Word. Ich sehe hier nur WordPad. Das ist so eine abgespeckte Gratis-Version von Word. Das wollte ich nicht. Wie geht's weiter? Ich weiß gerade auch nicht. Aber ich gehe mal hier auf den Start und suche hier unten natürlich am Ende bei W Word. Ah, da Word neu. Ich starte mal Word neu. Ah, und jetzt muss ich noch bestätigen. Ich gebe hier wiederum meine Mailadresse ein. Next. Melde mich an mit meinem Login. Anmelden. Jawohl. Und ja. Das dauert wieder einen Moment. So, geschafft. Fertig. Und jetzt ist
Word einsatzbereit. Hier noch akzeptieren. Und jetzt, hier wird noch gefragt, in welchem Format Sie in Zukunft die Word-Dateien speichern wollen. Klicken Sie hier auf Office Open XML Formats und OK und legen Sie los mit einem neuen Dokument. Und Sie werden jetzt auch hier unten, wenn Sie nach Word suchen, Ihr Word finden. Gehen Sie hier hinein, machen Sie einen Rechtsklick und sagen Sie, Sie wollen dieses Programm an die Taskleiste anheften, dann bleibt es dann immer auch hier unten sichtbar. Das war's.